Ihr Kind tritt plötzlich nicht mehr auf sein Bein, hinkt oder humpelt. Dann müssen Sie sich nicht direkt Sorgen machen und Krücken besorgen. Ich erkläre es Ihnen gleich in diesem Video. Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, Kinder- und Jugendarzt. Und ich möchte Sie gerne an meinen Erfahrungen teilhaben lassen. Deshalb gibt es von mir auf YouTube nicht nur dieses Video von hinkenden Kindern, sondern auch über 200 weitere mit den häufigen Problemen und Krankheiten aus der Sprechstunde, leicht zu finden auf meiner Webseite Kinderarzt vom Bodensee, alphabetisch aufgelistet zum direkten Anklicken. Natürlich fällt es allen Eltern auf, wenn ein Kind hinkt, humpelt oder ein Bein vollständig schont und nicht mehr darauf tritt. Relativ einfach ist es für Eltern, sich das zu erklären, wenn sie selbst den wahrscheinlichen Grund für eine Verletzung, also einen Unfall oder ein Trauma, beobachten konnten oder jemand anderer das gesehen hat. Zum Beispiel ein Sprung aus großer Höhe, ein Ausrutschen auf der Treppe, ein Umknicken des Fußes, ein Hängenbleiben an einer Kante oder ein Drauffallen eines schweren Gegenstandes auf den Fuß. Oft sind anfangs keinerlei Hinweise für eine schwerwiegende Verletzung wie eine Schwellung oder ein Bluterguss zu sehen. Natürlich sind Eltern besorgt und wollen wissen, ob vielleicht etwas verletzt ist und wie sie ihrem Kind helfen können. Allerdings ist nach solchen Unfällen, bei denen man nichts Auffälliges sieht und das Kind durchs Schonen und in Ruhe keinerlei Beschwerden hat, kein sofortiger, notfallmäßiger Arztbesuch notwendig. Insbesondere, wenn es abends passiert, kann dann durchaus noch bis zum nächsten Morgen gewartet und gegebenenfalls Schmerzen mit Fieber, Schmerzsaft oder Zäpfchen behandelt werden. Es spielt tatsächlich keine Rolle, ob eine Zerrung oder Prellung oder sogar auch ein Riss im Knochen erst ein oder zwei Tage später erkannt und behandelt werden. Vor allem beim Hinken oder Schonen durch Schmerzen ohne sichtbare Veränderungen wie Schwellung oder Bluterguss rate ich aufgrund meiner gemachten Erfahrungen dazu, grundsätzlich zunächst zum Beispiel über eine Nacht zu warten, um zu sehen, ob am nächsten Tag die Symptomatik immer noch weiter besteht. Eine Prellung und eine Zerrung tun zwar anfangs ziemlich weh, sind aber oft bald nicht mehr ganz so schlimm, sodass das Hinken oder Schonen am nächsten Tag oft entweder schon wieder ganz verschwunden ist oder nach dem Frühstück verschwindet. Und dann braucht es auch keine weitere Behandlung mehr. Übrigens an dieser Stelle ein ganz wichtiger Grundsatz bei Kindern. Wenn Sie eine objektive Antwort haben möchten, dürfen Sie ein Kind nicht fragen und hören, was es sagt, sondern Sie müssen beobachten und sehen, was es tut. Wenn es also heute durch die Wohnung hüpft und rennt, auch wenn es gestern Abend gehinkt hat, hat es ganz sicher keine ernsthaften Beschwerden, die unbedingt jetzt noch abgeklärt werden müssten. Wenn Sie es aber fragen, ob etwas wehtut, könnte es sich an den Tag zuvor wieder erinnern und nebenbei durchaus die Aufmerksamkeit der Eltern vermehrt auf sich lenken wollen. Sie verstehen, was ich meine. Wenn Ihnen meine Art aufzuklären gefällt, freue ich mich über einen Daumen hoch, ein Kanalabo und wenn Sie mich weiterempfehlen. Apropos, falls Sie ein gleichsam nützliches wie unterhaltsames Weihnachtsgeschenk, insbesondere aber für Schwangere oder junge Eltern in Ihrem Umfeld suchen, dann habe ich einen persönlichen Tipp. Schenken Sie ihnen doch einfach mein Buch mit den am häufigsten angeklickten Themen auf meinem Kanal. Sie bekommen es in jedem Buchhandel oder online. Jetzt haben wir den Fall besprochen, bei dem ein offensichtlicher Unfall zu einer mehr oder weniger starken Verletzung führte. Aber gar nicht so selten steht morgens ein Kleinkind auf und hinkt oder tritt sogar gar nicht mehr auf sein rechtes oder linkes Bein, ohne dass ein Unfall oder Trauma passiert ist. Wie gehen Sie da am besten vor?
Natürlich ist es nie ganz auszuschließen, dass ein Trauma unbemerkt geblieben ist. Insofern können Sie auch da ein paar Stunden abwarten. Wenn aber im Laufe des Vormittags sich keinerlei Veränderung einstellt, müssen auch andere Ursachen in Betracht gezogen werden, die dann tatsächlich ärztlich abgeklärt werden müssen. Aber auch die nicht alle unbedingt am gleichen Tag. Wenn Sie also erst am nächsten Tag oder nach dem Wochenende einen Termin bekommen bei einem Kind, das sonst gesund ist, kein Fieber hat und durch das Liegen auf dem Sofa völlig beschwerdefrei ist, dann ist das nicht schlimm, da auch bei den meisten anderen in Frage kommenden Ursachen sowieso die Schonung der wichtigste Teil der Therapie ist. In Abhängigkeit vom Alter können hauptsächlich drei ganz bestimmte Ursachen für plötzliches Hinken oder komplettes Schonen eines Beines vorliegen. Erstens, der Hüftschnupfen. Er betrifft Kinder zwischen dem 4. und 10. Lebensjahr und tritt 1 bis 3 Wochen nach einem Infekt, zum Beispiel der oberen Luftwege oder einer Magen-Darm-Infektion, auf. Es handelt sich dabei um eine reaktive Gelenksentzündung, die zu einer vermehrten Flüssigkeitsansammlung im Hüftgelenkspalt, einem Gelenkerguss, und damit zu einer Bewegungseinschränkung und zu Schmerzen mit Hinken und Schonen führt. Das Kind ist sonst völlig unbeeinträchtigt. Sonografisch kann man diesen Hüftgelenkserguss ganz gut sehen und so die Diagnose stellen. Die Behandlung ist einfach. Schonung, bis die Bewegungsschmerzen und der Gelenkerguss wieder weg sind. Das dauert in der Regel zwischen 1 und 2 Wochen. Auf meinem Kanal finden Sie ein ausführliches Video über den Hüftschnupfen. Eine zweite mögliche Ursache für anhaltendes Hinken und Schonen ist die Hüftkopfnekrose, auch Morbus Perthes genannt. Sie betrifft vorwiegend Jungen zwischen dem 4. und 8. Lebensjahr. Diese Diagnose lässt sich nur mit Hilfe der bildgebenden Verfahren wie Röntgen stellen, und die Therapie besteht in einer intensiven Schonung bzw. je nach Stadium auch in operativen Maßnahmen. Eine dritte Ursache ist die jugendliche Hüftkopflösung, medizinische Bezeichnung Epiphysiolysis femoris capitis. Sie betrifft ebenfalls mehr Jungs als Mädchen ab dem 11. Lebensjahr, also ab der beginnenden Pubertät. Dabei rutscht der Hüftkopf vom Schenkelhals ab, was zu entsprechenden Beschwerden, anfangs mit Hinken und zunehmenden Schmerzen, führt. Auch hier sind konsequentes Entlasten und meist operative Maßnahmen erforderlich. Natürlich gibt es noch andere seltene Ursachen fürs Hinken, wie Knochentumor, Knochenzyste oder Osteomyelitis, also Knochenmarksentzündung. Aber diese besprochenen 4 Ursachen sind die häufigsten. Was sollten Sie in diesem Video gelernt haben? Wenn äußerlich keine Auffälligkeiten zu sehen sind, die Kinder sonst bis auf die Einschränkungen beim Belasten des Beines unauffällig sind, können Sie durchaus auch Ihr Kind eine Nacht drüber schlafen lassen, um zu sehen und nicht danach zu fragen, ob am nächsten Tag die Beschwerden immer noch bestehen. Nach meiner Erfahrung ist nämlich oft die Symptomatik am darauffolgenden Tag so weit gebessert, dass Sie selbst erkennen können, dass wohl nichts Schlimmeres vorliegt. Bei anhaltendem Hinken und anhaltenden Schmerzen muss hingegen immer nach der Ursache geforscht und entsprechend ein Termin in der Sprechstunde vereinbart werden. Aber nicht zwingend am gleichen Tag. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, liken Sie es, leiten Sie es weiter, denken Sie an die vielen weiteren Videos, die Sie alphabetisch geordnet und direkt zum Anklicken auf meiner Webseite Kinderarzt vom Bodensee finden, und erzählen Sie in Ihrem Bekanntenkreis von mir.